Wunderbar, liebe Leute. Dann können wir auch heute schon starten mit dem JFD Workshop Candlesticks und ihre Wirksamkeit. Und ich habe hier gleich mal einen, ja, Candlestick-Verlauf aufgeworfen, ja, nach dem Motto, nun, was hat es denn mit diesen Candlesticks denn konkret auf sich? Generell vorab aber der Hinweis, hier bei uns immer nachschauen, was abgeht in unseren Veranstaltungen, die nächsten Events, schaut's da einfach rein. Wir haben den Tag ja ohnehin prall gefüllt mit verschiedenen Livestreams, aber auch Webinaren und auch diversen Info-Webinaren rund um das Thema natürlich Scalping, rund um das Thema JFD Invest, also hier unsere Plattform zum Investieren in Sachen des, ja, Mirror Tradings, Schrägstrich unserer digitalen Vermögensverwaltung und. Schaut's euch da auf jeden Fall um. Jetzt aber hier zur Natur des heutigen Themas. Candlesticks, wer von euch arbeitet denn schon aktiv damit, beziehungsweise nutzt auch diese Mustererkennung des Preisverlaufs? Das wäre mal eine interessante Frage. Gebt es mir da doch mal Feedback in den Chat, so wie eben jetzt hier, dass ihr das Bild seht und den Ton hört vorab. Deswegen hier die Interaktion auch immer wieder ganz, ganz wichtig. Also, wer von euch arbeitet denn hier mit den Candlesticks schon? Und um euch hier dann so oder so abzuholen an der Stelle, will ich doch dann gleich mal anfangen, um das Thema sozusagen einzuleiten. Denn es ist natürlich hier schon interessant, wie man diese nutzen kann. Feedback von Boris, nur noch Heike Naschi. Oh ja, die habe ich ja 2009 auch, ja, ich will sagen, entdeckt und dann mehr und mehr forciert und auch ein Stück weit dann in meiner Godmore Trader Zeiten nach vorne gebracht. Heike Naschi ist sehr, sehr interessant. Da werden wir heute auch nur ganz kurz mal drauf blicken, wer von euch hier speziell auch da nochmal ein Workshop-Webinar zu den Heike Naschi-Kerzen will, der schreibt das doch bitte rein. Heike Naschi, wie gesagt, hier eine Ableitung von den Candlesticks als Durchschnittskerze bekannt geworden und durchaus sehr, sehr interessant im Rahmen der Analysen. Also, gibt's da mal Feedback, da kommt es auch schon rein, aber wie gesagt, wer da auch noch Interesse hat, dass ich mal hier so einen Summa summarum Überblick habe, wäre das ganz, ganz fantastisch. Gut, Candlesticks, wie gesagt, diese Kerzen, bevor wir gleich in die Theorie gehen, mal kurz in den Live-Chart veranschaulichen uns hier letztlich vier Informationen in einem Periodenzeitfenster, sprich je nachdem, welches Timeframe man wählt. Dementsprechend erscheint natürlich hier so eine Kerze. Und die vier Rahmendaten sind Open, High, Low und Close. Vier Daten, ja, die diese Candlestick-Kerze auszeichnen bzw. eben interessant machen. Und das sehen wir auch, wenn ich auf diese Kerzen klicke, hier Open, High, Low, Close. Das sind die vier Daten und die ändern sich natürlich entsprechend, wie ich die Kerzen hier sozusagen abrasiere. Und der Punkt ist natürlich, diese Kerzen sind insofern viel informativer als ein klassischer Liniencharts. Und Renko ist zwar, nee, Moment, nicht Renko. Barcharts sind dann sehr, sehr nah dran, aber letztlich die Candlesticks von ihrer Visualisierung hier schon noch ein Stück weit weiter. Letztlich hier sehr, sehr schön zu sehen, diese Kerze, die nun wie ein Hammer ist es nicht, aber die hier so ein Doji ist es auch nicht klassischer Natur. Wir werden die Kerzen dann gleich nochmal im Detail beleuchten, wer von euch da hier noch abgeholt werden will, im Rahmen der verschiedenen Muster. Aber diese Kerze signalisiert einfach von ihrer Erscheinung her, Moment mal, die Tagestiefs wurden gekauft. Ja, also es ging, also das war der Opening-Preis hier praktisch, dieser kleine Schlitz. Und dann ging es erstmal rasant nach unten und dann wurde im Tagesverlauf, das kann man dann auch, wenn man die einzelnen tieferen Zeitzonen sieht, natürlich noch viel genauer unternehmen, untersuchen, ging es dann wieder nach oben. Und der Daily Close war nahe dem Opening. Und das ist hier natürlich so eine gewisse Unsicherheit, aber man weiß mit dieser Kerze, mit dieser Beschau, hey, die Tagestiefs wurden gekauft. Also es gab ein Interesse auf dieser Price Action Zone und das ist natürlich genau die Information, die man am Ende des Tages auch haben will. Hier diese Kerze, dann schon klassischer Doji Natur. Das heißt auch hier Open und Close relativ nah beieinander, aber auch der Preis selber mittig geöffnet und geschlossen und dann gab es einen Ausschlag nach oben, einen Ausschlag nach unten und am Ende, wie gesagt, eine Pattsituation nahezu. Das ist ein klassischer Doji, genau wie hier. Doji, fast ein Doji, hier nahe Doji, hier können wir schon sagen Hanging Man. Also es gibt verschiedene Muster und ich sage euch, Sie müssen ja nicht 50 Candlestick oder ich glaube, es gibt bis zu 100 verschiedene, gerade auch in Kombination dargestellte Versionen, muss man gar nicht kennen. Die 10, 15 geläufigsten sind auf jeden Fall völlig ausreichend und dann ist man gut unterwegs am Markt, ja. Und heute zeige ich eben euch hier nochmal die, die mir hier insbesondere wichtig sind. Also, you're welcome zu unserem Workshop hier, Technische Analyse Teil 3. Hat den Hintergrund dieses Titels, warum, wieso, weshalb? Weil wir, ja,
Das Konstrukt, das Konzept der technischen Analyse baut auf verschiedene Elemente auf. Ja, das ist die Trenddefinition, die Formationslehre, die Candlestick- und Indikatorenlehre und zum Schluss noch die verschiedenen Zeitebenen im Verbund. Das ist sozusagen das Konzept der technischen Analyse, was ich mir vor vielen Jahren mal ja, nicht unbedingt selbst ausgedacht habe, aber sozusagen in dieser Zusammenstellung kombiniert habe und im Rahmen meiner Forschung und auch Ausbildung das sozusagen hier als ja Credo erkannt habe, um hier praktisch den Markt zu analysieren. Und wir haben ja auch immer wieder mal die Trenddefinition definiert. Die Formation hatten wir erst unlängst in den vergangenen Monaten und so sind wir jetzt beim Punkt 3. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Also hier Leidenschaft, Finanzmärkte, meine Vita müsste eigentlich jeder kennen. Gibt es gar nicht so viel noch beizutragen. Jeder, der es nicht weiß, gibt einfach kurz Bescheid, dann kann ich da auch noch mal ein kurzes Update geben. Aber wir wollen natürlich die Zeit auch effektiv nutzen. Sehe im Chat, Heike Naschi, oh, da kamen jetzt doch schon einige Feedbacks, vielerlei Feedbacks. Und auch der Boris, der sich hier nur mit den Heike Naschi-Kerzen beschäftigt, hat hier nach dem Learning by Doing-Prinzip das Ganze erforscht. Ja, das ist in der Tat richtig, dass es da von der Lektüre her wirklich wenig gibt. Derjenige, welche, der praktisch hier Anfang der 2000er Jahre das Ganze hier sozusagen in den USA, in dem Magazin Stock and Communities rausgebracht hat, dann wurde es 2007, 2008 in den europäischen Markt mal übersetzt und dann erschien ein Beitrag im Traders. Viel mehr deutsche Literatur gab es, beziehungsweise viel mehr Literatur gibt es auch gar nicht dazu und das ist vielleicht eine Lücke, die ich hier alsbald auch selber schließen will. Neben dem Thema, dass ich mich auch mit den Harmony Patterns schon vor vielen Jahren befasst habe, wo es auch noch keine deutsche Lektüre gab, mittlerweile gibt es die, hätte ich auch mal den Zeitpunkt nutzen können. Aber sei es drum. Thema Heike Naschi wird man auf jeden Fall bevorzugen. Thema heute, wie gesagt, Candlesticks. Heike Naschi steckt da mit drin, weil die Heike Naschi-Kerzen sich anhand der Candlesticks ableiten. Ja, also das heißt, die Informationen, die Heike Naschi-Kerzen visualisieren, kommen aus der Candlestick-Kerze und die japanischen Kerzen stellen sich vor, weil eben diese beiden Kerzen tatsächlich eben schon Jahrhunderte alt sind, meine lieben Leute. Das ist keine Farce oder ein Witz in dem Zusammenhang, sondern die Asiaten, speziell die Japaner, haben die Candlestick Kerzen schon im 17. Jahrhundert benutzt. Das muss man sich mal vorstellen. Da wussten wir hier in der EU noch nicht mal, können wir noch nicht mal ein Barchart als solches. Und da haben die Asiaten tatsächlich schon versucht, diese Preismuster in einer besseren Erscheinungsform lesen zu können und haben die Candlesticks erfunden und darauf aufbauen dann die Heike Naschi Kerzen. Riesenthema. Also insofern lasst uns mal einsteigen. Denn am Ende des Tages wollen wir natürlich damit Dollars, Euros, Jens, türkische Lira, was auch immer. Wir wollen auf jeden Fall einen Profit rausziehen. Deswegen, was erwartet Sie konkret? Ich gehe mal kurz auf die Geschichte ein. Keine Sorge, ich werde euch hier nicht langweilen mit irgendwelchen historischen Kennzahlen, die euch hier dann eine Viertelstunde da ja, in einem Zahlengeschwulst da umwühlen. Das ist ein kurzer Einblick, einfach nur, wo kommt die Geschichte her und eben die entscheidenden Darstellungsformen. Und dann wollen wir uns theoretisch die Heike Naschi Kerzen anschauen. Das nehme ich aber mal mit fürs nächste Mal. Würde den Rahmen sprengen. Wie eben auch schon angedeutet, ups, ich habe 17. Jahrhundert gesagt. My mistake, 18. Jahrhundert, sorry, aber gut, wir wollen es mal nicht so genau nehmen. Letztlich sind die uns ein gutes Stück voraus gewesen, wenngleich man das auch nicht ausschließen kann, weil die Frage natürlich immer ist, wann wurden die entsprechenden Informationen gefunden und gibt es nicht vielleicht doch noch ältere Erkenntnisse? De facto waren sie ja schon eifrig am Forschen und insbesondere des Reishandels wurden die Candlesticks eben eingesetzt, um eben hier die Preis-Action zu identifizieren. In der angelsächsischen Welt, gerade eben auch USA, England, Europa, hat sich das Ganze dann eben sozusagen hier in den 90ern erst etabliert. Ja, da gibt's auch einige scharfe Lektüre, die dann sozusagen hier aus den USA in Deutsch übersetzt wurde und dann sozusagen vom angelsächsischen Raum nach Deutschland kam. Ja, dann insbesondere auch Stefan Salomon, Mr. Candlestick, den hatte ich dann früher auch schon kennengelernt, hier sozusagen als Altmeister der Candlesticks sich dann auch hier einen Namen gemacht, auch Bücher geschrieben. Und so hat sich das Thema aber erst im Vergleich zum asiatischen Raum sehr, sehr spät etabliert. Das ist schon unglaublich. Aber ja, was Altes muss ja nicht schlecht sein. Insofern die Anwendbarkeit dieser Kerzen auf jeden Fall mit einem Vorteil besehen und die Heike Naschi-Kerzen als solches eben auch tatsächlich noch ein Stück weit im Schlafmodus. Was wir hier sehen, ganz klar, es gibt, und das sagte ich auch schon, vierfach gebündelte Informationen. Je Periodeneinheit, Open, High, Low, Close, das sind die Erkenntnisse und mit diesen kann man natürlich dann eben entsprechende Muster ableiten. Zur Visualisierung eben nochmal hier, positive Kerzen deuten sich je nach Farbwahl, man kann auch Pink und Gelb nehmen oder sonst was, aber die klassische Erscheinung ist eine bullische Kerze weiß, eine bärische Kerze schwarz, das heißt, der Eröffnungskurs ist hier und der Tag schließt hier, dann haben wir einen weißen Kerzenkörper, wenn es umgekehrt ist, der Tag eröffnet hier
und schließt hier, also unten, dann haben wir eine schwarze Kerzenkörper. Und so kann man positive von negativen Tagen relativ simpel unterscheiden und hat aber dann am Ende des Tages natürlich auch das entsprechende Hoch, Tief und eben die Kerzenerscheinung. Also wie war die Price Action? Wie war der Abstand vom Low zum High oder zum Open zum Close? Das sind ganz wichtige Informationen, die eben hier entsprechende Bildnisse sozusagen auf das Fenster auf den Monitor bringen, um das dann entsprechend zu bewerten. Candlesticks in ihrer Erscheinung haben wir gerade zum Anfang auch schon gesehen, aneinander gemusterte, aneinander gereihte Periodeneinheiten, je nachdem, in welche Einheit man vorrückt, ja, desto schneller ist natürlich die Kerze in ihrer Erscheinung. Minutenchart brauchen wir nicht drüber reden, aber von der Wirksamkeit dieser Kerzen möchte ich gleich mal vorwegnehmen, dass je höher das Timeframe, also die Zeiteinheit, in der ihr die Kerzen aufruft, je höher das ist, also ich benenne mal den Tag, der ist natürlich viel relevanter als eine Minutenkerze, um Gottes Willen. Also ich sag mal, man hat hier zum Beispiel wie so zwei kleine Hammerkerzen im Minutenchart, können die schnell verpuffen, ja. In den höheren Timeframes, da steckt mehr Volumen drin, da steckt mehr Geld drin, da steckt einfach mehr Markt. Dynamik in so einer Kerze aufgrund dessen, dass die Periode eben länger ist und die Ausbildung dieser Kerze mehr Zeit gebraucht hat. Und da hat man natürlich eine stichhaltigere Information. Also ich wäre vorsichtig, hier im 1- und 5-Minuten-Chart die Kerzenmuster überzubewerten, auch gerade wenn es nach hier im Nachgang dann um die statistischen Rahmenbedingungen dieser Kerzen geht. Da muss man bedenken, dass es auch hier nur Tagesinformationen sind. Also es sind alles ausschließlich Tageskerzen, die die statistischen Parameter untermauern. Ich will nicht ausschließen, dass im Stundenchart ein Hammer oder ein Bullish Engulfing auch seine Entfaltung mit sich zieht, ja, aber im Minutenchart wäre ich da eben durchaus ein wenig vorsichtiger. So, jetzt wollen wir mal sehen. Moment, was haben wir jetzt hier? Der Frank schießt gerade ran. Es gibt noch eine weitere Position auf oder abgehoben. Guter Future-Händler, ja, es gibt noch einen weiteren Nutzen. Im 1-Minuten-Chart kann man erkennen. Ja, sicher, aber da gerade im Future-Markt muss ich sagen, da schaut man hier auch mehr auch noch auf das Volumen, was da gedreht wird ins Orderbuch, wo praktisch die Sizes sitzen. Also ich meine, da gerade im Future-Markt im 1-Minuten-Chart hat man noch ganz andere Möglichkeiten. Candlesticks sind hier, wie gesagt, eine definitiv nicht zu unterschätzende Information, die man auf jeden Fall nutzen sollte. Alright, ich habe euch mal hier die, ich sag mal, vorsichtig ausgedrückt erstmal die Basics der Grundkerzen mal mitgebracht. Ja. Hier unten nochmal Open, High, Low, Close, die Geschichte, schwarze-weiße Kerze. Grundsätzlich gibt es eben Single Candlesticks, also einzelne Kerzen, zweifache, dreifache. Es gibt auch vierfache und fünffache Kerzenmuster. Also das heißt, das ist wirklich auch relativ stark ausbaufähig. Mein Fokus liegt auf den Single- und Double-Kerzen. Hier Moving Star, schon Morning Star oder Evening Star sind auch schöne Muster, aber mir gefallen hier die Engulfings zum Beispiel viel, viel besser oder eben auch dann die Hammer, Hanging Mans, Dojis, gewisse Umkehrkerzen. Das ist eigentlich das, was für mich von Interesse ist. Aber da muss auch jeder so ein bisschen seinen Weg finden und seine Muster. Es gibt, wie gesagt, vielerlei. Wer denn alle 100 Kerzenarten kennt und Verbindungen, der mag damit auch glücklich sein. Und wenn er es gut anwenden kann, das ist am Ende des Tages entscheidend, dann ist doch jeder Weg der richtige. Aber wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, wie gesagt, die Candlesticks durchaus interessant. Und wir haben hier heute im Schwerpunkt eben verschiedene Arten, die wir uns dann gleich mal anschauen werden, von den Mustern. Und ansonsten hier der Overview, wie gesagt, ganz interessant, um da so ein Stück weit was mitzunehmen. Heute ging es ja eben im Workshop darum, Tiddle-like Candlesticks und ihre Wirksamkeit. Also, wie kann man sie denn anwenden, beziehungsweise gibt es da hier auch einen statistischen Mehrwert? Ja, und ihr wisst das, dass ich gerne auf statistische und Seasonal Pattern schaue, also Wiederholungsmuster. Das ist ja generell in der Formationslehre der Fall, aber bei den Candlesticks gibt es das auch oder eben generell in Perioden wie Zyklen, bullische Phasen und dergleichen. Wer da Interesse von euch hat, auch hier in den Chat ruhig nochmal reingeschrieben. Habe ja hin und wieder immer wieder Webinare oder auch Live-Seminare gemacht zu Seasonal Pattern. Bin da übrigens in Freiburg im November, wer da in diesen Gefilden wohnt, bei der VTAD unterwegs und werde da praktisch auch referieren über dieses Thema. Ansonsten jetzt besten Candlestick-Formationen nach, das ist er, Thomas Bulkowski. Ja, der hat zwei Enzyklopädien, so will ich es mal sagen, in den USA veröffentlicht, schon vor vielen, vielen Jahren. Die habe ich auch beide bei mir im Schrank stehen. Recht dicke Schwarten. Das ist jetzt kein Roman oder irgendwie ein Abenteuerbuch, sondern es ist wirklich ein Nachschlagewerk, wo die Formationen hier im Einzelnen wirklich auseinandergenommen werden. Und das Ganze hat hier dann Mr. Gregor Bauer, hier Vorstandsvorsitzender der VTAD, jetzt
schließt sich so ein bisschen der Kreis, hat und auch Consultant, der hat mir das sozusagen zur Verfügung gestellt. Auch hier die Slides, die einzelnen Eindrücke. Vielen Dank an der Stelle, Gregor. Letztlich versuchen wir, dem Glücksspiel so ein bisschen zu entgehen mit dieser Formationserkenntnis, ja, mit diesen Informationen, die wir daraus haben, um eben hier eine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, am Schluss des Trades oder der Trade-Ausführung eine bessere Wahrscheinlichkeit haben, richtig zu lesen. Es gibt keine 100% Wahrscheinlichkeiten, das wisst ihr. Es gibt auch keinen Heiligen Gral oder den Weg der Könige, so dass man nur gewinnt. Das ist schlichtweg nicht möglich. Aber man kann die Statistik oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wenn man verschiedene Ansätze miteinander kombiniert. Ja, und das kann Volumentrading sein, das kann eine Kombination aus Indikatoren und Price Action sein, das kann aber auch rein, sage ich mal, eine Kombination aus vielen Dingen der technischen Analyse und Fundamentalanalyse sein, also gibt es da Grenzen keine Möglichkeiten. Wichtig ist, dass ihr euren Weg findet. Und wie gesagt, heute wollen wir da ein bisschen raus aus dem Glücksspiel und gehen gleich rein in die Materie. Ja? Denn hier ist es zum Beispiel so, kurzfristiges Traden, und das interessiert Sie ja wahrscheinlich schon, weil wir sind jetzt hier nicht unbedingt im Monatschart unterwegs, wobei ich auch sagen muss, eine Hammerkerze auf Monatsbasis hat natürlich eine noch größere Relevanz als eine Hammerkerze auf Tagesbasis, ja, weil hier einfach viel mehr Volumen, viel mehr Zeit drinsteckt, um die Kerze auszubilden, und deswegen, je höher das Timeframe, desto signifikanter entsprechende Signale. Und was ich noch sagen wollte, das kreuzte sich ja mit dem Eingangsstatement schon zu der Auswertung dieser Kerzen, ihr seht das hier oben, das Ganze beruht auf Tageskerzen mit hohem Volumen aus den USA. Ja, also es ist jetzt keine Definition von Rohstoffmärkten oder Währungsmärkten, sondern dies bezieht sich auf Real Assets, echte Aktien, die ihr übrigens bei uns bei JFD ja jetzt auch handeln könnt. Ja, da kommen auch die neue dazu, weitere Produkte neben den USA S&P 500 kommen eben die ganzen EU-Werte und deutsche Werte dazu. Schaut euch das an, da wird es übrigens in Kürze auch noch eine richtig heiße Information geben. Am Rande dessen ist es aber eben hier, dass die Aktien selber natürlich sehr repräsentativ sind mit ihrer Erscheinungsform und Art, weil es hier natürlich um Angebot, Nachfrage in reinster Form geht. Und gerade wenn man eben auch hier jetzt Aktien wählt, die ein Tagesvolumen von mehreren Millionen haben, hat man auch eine gewisse Relevanz im Chart. Die Kerzen selber kann man meines Erachtens aber genauso gut am Forex-Markt anwenden, weil natürlich hier noch viel mehr Volumen drin steckt. Und letztlich natürlich hier nie immer so ein Abziehbild auf die Kerzen zu legen ist, nach dem Motto, jetzt ist die Kerze da und es muss das passieren, um Gottes Willen. Aber es geht ums Lesen dieser Kerzen, um die Differenzen Open, High, Low, Close. Wie hat sich der Markt gefühlt an dem Tag? Wie hat er sich gewendet möglicherweise? Gab es ein Intraday-Reversal? Sieht man in Doji so eine Mittelkerze, wo am Ende gar nichts passiert ist? Und das ist eben das, wo man sagen muss, es geht um das Lesen dieser Kerzen, ja, und dann eben ein Stück weit auch Revue passieren lassen, was ist denn die vergangenen Tage passiert und was könnte, da sind wir wieder bei der Orakelung, also bei dem Befragung, wo könnte die Reise hingehen? Und wenn wir eben wissen, dass die eine oder andere Kerze eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorauswirft, das oder das zu tun, dann haben wir schon einen Vorteil, der uns hier am Markt durchaus weiterbringen kann. Und um nichts anderes geht's. Alright, und jetzt sind wir im Prinzip hier bei dieser Hammerkerze angekommen. Es gibt im Rainbow Trading auch noch die Hammerkerze im Trend. Aber wer kann mir von euch sagen, was zeichnet denn so eine Hammerkerze aus? Wann ist denn eine Hammerkerze nach klassischer Candlestick-Lehre eine Hammerkerze? Mal kurz Feedback an Ihrer Stelle. Haut's mal in die Tasten. Wer es weiß, wer es nicht weiß, hält sich zurück, wie gesagt. Aber es würde mich mal interessieren, wann ist denn eine Hammerkerze eine klassische Hammerkerze? So dass man sagen kann, hey, jetzt ist's, wie es ist, auf gut Deutsch. Ja. Stille im Auditorium, das ist immer ganz neckisch. Ja. Aha, jetzt kommt aber einiges rein. Jetzt muss ich erstmal auf mich wirken lassen, meine Güte. Von der Definition des Kerzenkörpers nicht schlecht, aber wann ist eigentlich ein Hammer wirklicher Hammer? Geht es mal in die Richtung, was muss die Voraussetzung sein, um einen Hammer auszubilden? Ihr seht das vielleicht auch, wenn ihr auf das Bild hier schaut. Was muss die Voraussetzung? Das wird häufig falsch gemacht in der klassischen Lehre. Obgleich beim Rainbow Trading, das kann ich dann nochmal sagen, ist die Hammerkerze da nochmal ein Stück weit anders zu lesen. Da geht es eben auch um eben die verschiedenen Kombinationen wieder. Ja? Also wie viel Marktkenntnis hat man dann, um so eine Bewertung voll zu vollziehen, oder wie oft hat man sowas schon erlebt? Matthias Volltreffer, du hast es erkannt. Franz Umkehrkerze, definitiv richtig. Abwärtstrend, Frank genauso getroffen. Vorheriger Trend, darum geht's. Ansonsten von der, richtig, Paul, Steffen, jetzt kommt es nochmal rein. Perfekt.
Vorausgehend bei einer Hammerkerze, und das wird in der Tat häufig falsch gemacht, ist aber ein intakter Abwärtstrend. Das heißt, wir müssen einen Impuls gehabt haben, der gen Süden ging und der hier eindeutig Druck ausgeübt hat von oben nach unten. Ja, also das heißt, wir haben einen Abwärtstrend. Und dann kommt so eine Kerze, und das sagte ich ja eingangs auch schon, wo das Tagestief, ja, also das heißt, es gibt ein Opening, ja, das ist hier praktisch dieser Horizontalbalken, dieser genau in der Mitte sozusagen, dann wird weiter gedrückt, der Markt baut richtig Druck auf, von oben nach unten, zack, neues Tagestief, zack, neues Wochentief. Und dann aber geschieht der Umkehrschluss, das Reversal, und wir steigen über den Eröffnungspreis an und schließen dann auf einem Tageshoch. Und Sinnbild der technischen Analyse, ähnlich wie die Schulterkopf-Schulterformation oder andere Geschichten, man leitet das eben viel von der unserer realen Welt ab, und das Ding sieht eben aus wie ein Hammer. Und hier gibt es eben gleich mal beim Hammer grob die Keule, nach dem Motto, wenn so ein Hammer auftaucht im Vorfeld eines intakten Abwärtstrends, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir hier eine Umkehr erfahren, eine bullische Umkehr, wir sehen es hier. Und die Zahlen sind einfach eben ein statistischer Vorteil. Wenn wir einen Abwärtstrend haben, der Trend kommt von oben nach unten, die Hammerkerze bildet sich aus, dann ist die Umkehr zunächst erstmal bei 60%, dass es eine Gegenbewegung gibt. Hat der Hammer wie hier einen weißen Kerzenkörper, weil so ein Hammer kann natürlich auch einen schwarzen Körper haben oder ein Hammer kann auch nicht ganz so gut ausgeprägt sein. Vielleicht haben wir noch mal ein höheres Tageshoch gesehen, haben wir hier so einen kleinen Spike noch hier oben drauf. Das ist mal ein klassischer Hammer hier. Ja. Und wenn der noch weiß ist, dann erhöht sich die bullische Wahrscheinlichkeit einer Umkehr von 60 auf 67%. Ja, holla die Waldfee. Und gerade bei Aktien dann nochmal das nächste Gimmick. Am nächsten Tag eröffnet der Preis mit einem Gap, mit einem Up-Gap, mit einer Öffnungslücke nach oben. Das heißt, die Kaufdynamik, die sich am Tag der Ausbildung des Hammers zeigte, findet unmittelbare Fortsetzung am Folgetag, weil hier der Preis sogar über dem Close des Vortages eröffnet. Ja, das heißt, hier ist ja richtig Druck im Markt. Sehr schöne Geschichte. Was sagt uns das? Ohne jetzt auch wieder hier zu viel zu philosophieren. Das sagt uns, mit der Eröffnungslücke ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Umkehrrate gen Norden, also einer bullischen Umkehr, hier dann schon mal auf 73% gestiegen. Und ist die Kerzenfarbe dann auch noch bullisch, geht sogar Richtung 88%, dass hier die Performance in den nachfolgenden Tagen positiv ist. Wie gesagt, das ist ein statistisches Mittel aus, ich weiß, da müsst ihr jetzt nochmal in die Enzyklopädie schauen, aus tausenden Aktien, die er analysiert hat, die alle eine hohe Marktkapitalisierung haben und entsprechend eben hier ihre Performance hingelegt haben. Wobei ich jetzt auch noch ergänzen möchte, liebe Leute, wir sehen jetzt hier seit 9 Jahren, das ist, ich meine, bin ja schon nun doch schon ja mittlerweile gut 19, 20 Jahre am Markt aktiv und wir sind jetzt hier in einem massiven Bullenmarkt. Ja, also wir haben seit 9 Jahren steigende Preise. Am Horizont sehen wir steigende Zinsen, brauchen wir gar nicht drüber reden, was da noch kommen mag, das werden wir alles sehen. Aber wir sind natürlich in einem Bullenmarkt, wo sich rein statistisch in den letzten 9 Jahren nicht so viele massive intakte, starke Abwärtstrends kristallisiert haben. Das wird sich dann nochmal zeigen, wenn es eben dazu kommt, dass wir wirklich mal wieder einen Bärenmarkt erleben, der hier über 1, 2 Jahre geht, 3 Jahre geht und mal wieder richtig sozusagen umkehrt. Deswegen auch hier die Performance in dem oder vor dem Hintergrund zu sehen, dass man auch zwischen Bullen- und Bärenmärkten unterscheiden muss. Ja? In welchem Markt stecken wir gerade? Ich will sagen, wir haben einen intakten Bullenmarkt, der allerdings, liebe Leute, das ist jetzt keine Überraschung, schon ein bisschen brüchig wird. Ja, also weltweit sehen wir schon einige Aktienmärkte deutlich im Rückgang. Der S&P 500 toppt auch so ein Stück weit. Das ist unser Big One. Ja, das ist der Index für den Kapitalismus schlechthin. Ah, Europa tut sich auch ein bisschen schwer und jetzt steigen eben weltweit noch die Zinsen. Das heißt, das Kapital wird früher oder später definitiv, das tut es ja jetzt schon, in die sicheren Häfen gehen. Und das sind nun mal Anleihen, ja, wo man nach einer gewissen Leihe sein Geld auch wieder zurückkriegt, gerade bei Staatsanleihen und dergleichen. Und das ist natürlich etwas, wo man sagt, puh, die Aktienanlage mit Dividenden und dergleichen, die letzten 9 Jahre, der absolute Burner, keine Frage. Aber wir haben immer Zyklen, ja, es geht rauf und runter. Und nach 9 Jahren Hoss ist es schon so, dass man da mal vorsichtig sein muss. Nichtsdestotrotz kann man ja in einer möglichen Korrekturphase auch dann eben schauen, wenn man einen Bullenmarkt hat, es gibt jetzt hier wie beim Hammer so eine Abwärtsbewegung, dann taucht da mal auf, warum denn nicht hier auch unter Trading-Gesichtspunkten, deswegen kurzfristiges Traden, Trading-Gesichtspunkte einsteigen. Ich lese gerade im Chat, Frank, du hast Gold, den Hammer im Monatschart. Gebe ich dir recht, also Gold ist ja eh tricky, cover ich ja sowieso sehr gern, trade ich auch gern, obgleich ich neulich einen Stop-Loss kassiert habe, nachdem ich da vorher gute Gewinne einfahren konnte, aber es gehört auch zum Trading dazu. Letztlich, der Monatschart ist natürlich sehr, sehr interessant, aber der schließt natürlich erst am 31. Oktober. Das heißt, auch wenn wir jetzt einen Hammer sehen, Frank, ganz klar, wir haben jetzt noch einige Tage, Wochen vor uns, wo der Markt sich erst final ausbilden wird. Genauso der Chart beim, oder besser gesagt, die Monatskerze beim Euro-US-Dollar sieht auch nicht uninteressant aus.
Matthias, du wirfst gerade ein. Interessant ist, dass laut Bukowski der Long-Ausbruch in einem Bärenmarkt sogar lukrativer ist. Ja, ist richtig. Absolut, Matthias. Das ist vollkommen richtig, dass man hier eben gerade auch die Marktphasen unterscheidet. Interessant auch, dass du hier auch den Bulkowski kennst, vielleicht sogar dann auch die Bücher. Günther, ich zeige euch auch, Günther, interessante Frage, in Sachen, sind die Auswertungen statistisch gesehen das letzte Mal oder seit wann sind sie das letzte Mal überprüft worden? Ich habe auch eine Website für euch von Mr. Bulkowski, wo ihr dann praktisch die aktuellsten Daten abrufen könnt und auch noch viel, viel mehr. Ich hatte ja vorhin noch kurz von den Harmony Pattern gesprochen. Selbst dazu hat jetzt Mr. Bulkowski Auswertungen gemacht. Da gibt es ja zum Beispiel das Gardley Pattern, das 222 Gardley Pattern, was ja eine Trefferquote von 90% haben soll. Auch das wurde alles ein Stück weit relativiert mit diesen Auswertungen, weil solche Auswertungen natürlich gepflegt werden müssen. Und da gibt es, wie gesagt, thepatternsite.com. Patternseite, Musterseite.com, das ist Bulkowski seine Website, wo man auch, ich meine, ich war schon lange nicht mehr drauf, aber ohne Anmeldung schon viele Informationen ziehen kann. Ja, schaut euch die mal an. Ich glaube, ich habe sie aber auch in den Slides hier mit dabei. Also zurück zum Thema. Wir haben hier das kurzfristige Traden, die Hammerkerze und eben die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze bei uns liegt. Die beste Performance, so haben wir hier nochmal zusammengefasst, weißer Körper, langer unterer Schatten, Bestätigung durch Eröffnungslücke, bringt die höchste Performance. Im Rahmen einer Erholung ist die Kerzenfarbe der zweiten Kerze dann auch noch bullisch perfekt. Auch wenn das noch so perfekt ist, wo setzt man den Stopp, liebe Leute? Preisfrage an dieser Stelle, wo setzt ihr den Stopp? Das ist übrigens auch immer ein ganz wichtiger Punkt beim Trading. Bevor ich mir hier große Gedanken über mögliche Gewinne mache, definiere ich erstmal mein Risiko. So fängt die Geschichte ja schon mal an. Ich schaue also erstmal, was ist mein Einsatz im Risiko? Was verliere ich, wenn es schief geht? Um dann zu schauen, okay, was ist die Chance auf der Oberseite? Und wenn ich hier ein schönes Verhältnis habe, dann gehe ich rein. Dann ist es attraktiv. So, was haben wir denn hier? Gold hat im August einen schwarzen Hammer, okay. Okay, Olaf, du hast es. Übrigens, da ist er wieder, mein Vetter. Super. Eine Art her unterm Hammer, auch sehr interessant jetzt hier. Wir haben ja einmal zum Beispiel ein Stück unter der Lunte des Hammers, ja, also der Stop-Loss sitzt sozusagen hier knapp unter der Kerze. Und Günther, nicht schlecht, Average True Range, ja, die durchschnittliche Range sozusagen, ein ATR unter dem Hammer, erlaubt noch ein bisschen mehr Spielraum, um so einem Trade auch atmen zu lassen. Aber man muss jetzt ganz ehrlich sagen, gerade Hammerkerzen, wenn es einen Rücklauf gibt, der unter das Tief der Hammerkerze führt, auch sei es nur Intraday, ja, ist das schon mal nicht so ein gutes Zeichen. Also ein Hammer, wir sehen auch hier die bullischen Voraussetzungen, die sich ja summieren, wenn wir eine Lücke haben, wenn wir einen weißen Kerzenkörper haben, wenn wir einfach sehen, da dreht das Kapital gerade die Price Action, dann ist es schön. Aber wenn da hier nach dem Hammer nicht eine Dynamik kommt, ja, so ein Hammer zeigt ja, Intraday wurden die Tiefs gekauft, der Markt wollte nach oben. Und wenn dann danach sozusagen ein Stück weit, ich will sagen, Wischiwaschi passiert, der Markt seitwärts tendiert, wieder nach unten tropft, das Tief des Hammers antestet, dann ist das Setup selber schon ein bisschen vom Tisch, weil es auch schnell gehen muss. Ja. Also so eine Hammerkerze zeigt einfach, da hat sich die Marktstimmung gedreht, der Markt will rein in die Aktien, in den Rohstoff, in den Index, was auch immer. Und dann muss sich das im Prinzip auch anschließen. Ja, also es sollte nicht unter das Tief gehen. Deswegen ATR ist super, um dem Trade Spielraum zu lassen, aber knapp unter der Lunte ist auch legitim. Insofern Gold richtig im Rahmen dieser Beantwortung. Die Daten hier sind, wie gesagt, anhand eines Aktienmarktes definiert. Das heißt, das sind jetzt hier keine überschwänglichen Prozentquoten. Aber interessant ist, und das ist die Aussage von vorhin, dass es sogar im Bärenmarkt lukrativer ist, Matthias. Ihr seht es auch hier. Nach einem Tag, nach 3 Tagen, nach 5 Tagen haben wir hier statistisch gesehen ein paar Promille mehr. Ja, also ihr seht das, der Bärenmarkt zeigt hier einen besseren Auswurf, so will ich es mal nennen. So, auf zum nächsten interessanten Wert im Rahmen der statistischen Auswertung, nämlich hier der Shooting Star. Das ist einer, der braucht man jetzt auch nicht zu viel zu philosophieren oder es zu kompliziert zu machen. Wenn wir den Hammer am Ende eines Abwärtstrendes sehen, dann sehen wir das Äquivalent dazu hier am Ende eines Aufwärtstrendes, nämlich den Shooting Star. Komplett umgekehrt, aber sinnbildlich genau das Gleiche, nur eben komplett gespiegelt, sodass man sagt, wir haben vorausgehend einen Aufwärtstrend. Wir haben hier dann eben auch einen neuen Ausbruch auf dem Hoch, mehr Monatshoch, mehr Wochenhoch, was auch immer. Es gibt auf jeden Fall eine Bestätigung. Dann aber geht es ganz schnell nach unten. Ja, und dann gibt es auch noch ein Close auf Tagestief und dann haben wir hier im Prinzip so ein Shooting Star. Mag ich sehr. Ich müsste jetzt nochmal gerade überlegen, bei welchem Wert ich den zuletzt gesehen habe, den Shooting Star. Ich befasse mich am meisten mit Devisen, müsste ich nochmal schauen, aber de facto der Shooting Star immer wieder auch ein schönes Muster, genau wie der Hammer. Und jetzt kommt noch eine kleine Ergänzung, liebe Leute. Wenn ihr so einen Hammer oder auch so einen Shooting Star im Bereich eines Support Levels oder Resistance, also Unterstützungs- oder Widerstandslevel seht,
Das heißt, an so einer Horizontal Price Action Zone, ja, wir haben jetzt hier oben meinetwegen die Marke von 100 Euro mal simpel gesprochen und da wurde der Preis schon dreimal abgewiesen. Ja, jetzt läuft der Preis wieder an dieses jetzt dann doch schon definiertes Widerstandslevel und kehrt um mit so einer Kerze. Also, holla die Waldfee, das sind die Setups, die man suchen muss. Ja, also nicht aus dem Blauen herausgegriffen, so eine Kerze und handeln, sondern A, eben eine vorausliegende Bewegung und B, wenn das sich noch spiegelt mit einem Widerstand und Unterstützungsniveau umso besser. Ja, je mehr Clusterpunkte man dann hat, desto besser ist es, meine lieben Leute. So, und Shooting Star haben wir jetzt hier. Ergebnisse der statistischen Auswertung ist ein bisschen interessant. Die sind nämlich ein Stück schlechter als beim Hammer. Ein kleines Stück schlechter. Aber reales Verhalten ist, dass man de facto bei dieser Erscheinung eine reale Umkehr zu erwarten hat. Ihr seht die Quoten, 59% der Fälle ist es eben, wenn er auftaucht, wenn der Kerzengeber schwarz ist, erhöht sich das sogar nochmal um 2. Und wie beim Hammer haben wir dann einen Down Gap, also eine Öffnungslücke nach Süden, haben wir sogar auch hier wieder 74% prozentige Quote einer Umkehrrate, dass es eben weiter gen Süden geht. Auch hier nochmal beste Performance, schwarzer Körper, langer oberer Schatten, Bestätigung durch Eröffnungslücke. Genau das gleiche wie aber der Hammer, nur umgedreht. Ja, es gibt immer wieder die zwei Seiten, die man hier sozusagen bespielen kann, die man hier bespielen darf. Und so sieht es aus am Ende des Tages. Der schwarze Körper sagt eben auch hier neben dem bärischen Tagesschluss, dass es dann eben mit diesem Shooting Star weiter gen Süden gehen kann. Und auch hier haben wir in einem Bärenmarkt, also besser gesagt, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass die Performance gen Süden, also die Korrekturphasen, sei es jetzt durch die Fills, der Stop-Loss-Level und dergleichen, immer stärker ausgeprägt sind als die Gewinne auf der Oberseite. Das heißt, wie heißt, man geht die Treppe hoch und fällt aus dem Fenster auf gut Deutsch. Das heißt, das ist so ein bisschen die Metapher dahin, dass man sagt, okay, Korrekturphasen vollziehen sich immer schneller als eben Aufwärtsbewegungen. Und das spiegelt sich auch hier in den statistischen Auswertungen wieder, weil in einem Bärenmarkt dann insbesondere mit so einer bärischen Umkehr eben hier auch nochmal richtig einer oben drauf kommt und dann gibt es eben eine starke Bewegung. Das muss man einfach wissen und mitnehmen und insofern ganz interessant, auch diese Erkenntnis einfach heute mal mit auf dem Radar zu haben. Kommen wir jetzt von diesen Single-Mustern, sage ich schon, Mustern, auf zwei Tageskerzen oder zwei Periodenkerzen, so will man es mal sagen, weil, wie gesagt, Bullish und Bearish Engulfing sind Pattern, die ich sehr, sehr mag, weil diese auch eine große Aussagekraft haben im Sinne, dass, wenn man sich die Kerzen anschaut und ohne zu viel Philosophie drin zu verschwenden, man einfach bewertet, okay, das ist der Vortag, das ist der aktuelle Tag, was ist denn hier passiert? Wo war der Öffnungspreis, Schlusspreis und wie hat der Markt sich bewegt? Und das ist ja das, man liest die Kerzen, man liest die Marktaction, versucht die Massenpsychologie so ein bisschen zu verstehen, weil bei einem Bullish Engulfing eben wichtig ist, dass es hier genauso wie beim Hammer, aber hier noch ein bisschen deutlicher, sich um ein Sentiment, um eine Marktumkehr handelt. Also um eine Umkehr, wo man einfach sagt, hier könnte wirklich was passieren. Und die Engulfings, das heißt ja praktisch umschließen, also ein bullisches Umschließen der Vortageskerze, sind einfach starke Pattern. Also wenn die auftauchen, die mag ich sehr. Also bullish wie bearish Engulfing gefallen mir wirklich gut, weil man eben auch hier noch eine doppelte Bestätigung hat, also eine Zwei-Tages-Schrägstrich-Zwei-Perioden-Action, um dann sozusagen das Resümee abzuleiten, ob es jetzt eben bullish oder bearish ist. Und Voraussetzung bei einem bullish Engulfing, das steckt ja schon so ein bisschen im Namen, ist was? Kleine Preisfrage. Kleine Preisfrage beim Bullish Engulfing. Ich will es gar nicht zu weit kochen. Der Punkt ist, im Bullish Engulfing, in einem Seitwärtstrend, na, schwierig, schön, aber nicht klassisch. Weil wir sehen auch hier, richtig, Matthias, auch wieder ein Abwärtstrend. Downtrend, Günther, genauso ist es. Man muss einfach sehen, der Preis muss von oben nach unten kommen. Ja, wir müssen einen Abwärtsmove haben und dann brauchen wir so eine Umkehr. Und eben ein Bullish Engulfing oder auch Hammer in einem Seitwärtsmarkt, nice to know, aber das bringt uns nicht wirklich weiter. Also das heißt, hier immer darauf achten, dass wir eine Vorbewegung haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Frankie, du fragst, muss beim Engulfing nur der Kerzenkörper umschlossen sein oder auch die Tochter? Das ist eine sehr gute Frage an der Stelle. Ich nehme sie gleich auf. Wie gesagt, die Frage ist, ob dieser umschließende Körper die komplette Vortageskerze umschließen muss oder eben nur den Körper. Also hier muss ich mal sagen, geht die Analytik ein Stück weit auseinander. Laut Bulkowski muss es komplett umschlossen sein. Ja, aber ich gehe auch so weit, dass, also gefällt mir auch am besten, wenn der komplette Kerzenkörper umschlossen ist. Kann aber auch schon meines Erachtens sein, wenn der innere Kerzenkörper von der Vortageskerze umschlossen ist, gefällt mir das auch schon gut. Dann sollte aber der
Open, was sage ich, das High und das Low dementsprechend trotzdem den Vortag des Kerzenkörper umschließen. Aber ist es im Prinzip so, dass wir einen komplett weißen Körper haben, ja, für Bullish jetzt, desto besser, wenn der den ganzen Vortag einschließt. Aber da geht es auch wieder darum, die Stärke des Signals ist die, wenn es eben wirklich komplett umschlossen ist. Ist der Kerzenkörper kleiner, hat man hier zum High und zum Low zu viel Abstand im Vergleich zum Kerzenkörper, dann ja, es ist ein Bullish Engulfing, aber es ist eben kein grandioses Bullish Engulfing sozusagen. Aber da lehrt auch ein bisschen die Erfahrung, da muss man auch ein Stück weit den Markt lesen und auch mal in der historischen Chartentwicklung ein bisschen blättern und einfach ein bisschen forschen, so will ich es mal sagen. Die Umkehrraten brauche ich jetzt nicht runterbeten, ihr seht sie ja hier. Die sind auch sehr, sehr stark. Und interessant auch wieder hier, wenn wir eine Öffnungslücke haben, dann potenziert sich's wieder mit der Kerzenfarbe gleich nochmal. Und man hat hier einfach ein starkes Pattern im Rahmen der Aussagekraft, dass es hier nach oben gehen kann. Wir schauen uns dann auf jeden Fall auch gleich mal den Gold-Monatschart an, aber die Info natürlich dessen, dass man immer warten muss, bis die Periode endet, ist ganz wichtig. Also wir haben zum Beispiel auch bei unserem MetaTrader 4 und 5 Add-ons den Candle Counter. Ja, das ist gerade im Intraday-Bereich auch schön, wenn ihr jetzt 15 Minuten Candles tradet oder 5 Minuten Candles tradet. Ja, da muss man ja wissen, wann endet denn die Kerze? Natürlich immer bei den nächsten 5 Minuten und bei den nächsten 15 Minuten und je nach Timeframe auch der nächsten Stunde, 4 Stunden Tag, was auch immer. Aber das muss man natürlich wissen, wann endet die Kerze, um auch deren Ausprägung einzuschätzen. Ja, wie gesagt, jetzt hier den Hammer auf Monatskerze oder Monatsbasis abzuleiten bei Gold ist ja viel zu früh. Natürlich kann es so bleiben, wenn der Preis jetzt einfriert und bis zum 31.10. so bleibt. Aber wird er nicht. Deswegen muss man hier immer noch bis zum Ende der Periode warten, um das abzuleiten. Performance-Daten sind ein bisschen schwächer als jetzt direkt beim Hammer und Shooting Star, aber nichtsdestotrotz auch hier eben der statistische Vorteil und darum geht's. Was auch interessant ist an dieser Stelle, was man wissen sollte, es gibt eben auch Vorstufen zum Bullish Engulfing. Gerade eben, wo es jetzt darum ging mit dem Kerzenkörpereinschluss oder nicht. Wie ist das zu werten? Und da gibt es eben auch hier Pattern, die sozusagen so ein Stück weit reingehen in die Ausbildung eines Engulfings. Hier sieht man auch die entsprechenden Erfolgsquoten. Die sind nicht so stark, was mich auch zu dem Punkt führt, dass es natürlich 100 Candlestick-Muster gibt. Ja, also zwei, drei, vierfach Muster, aber nicht alle ihre wirkliche Relevanz haben. Und ich habe auch noch dann was mitgebracht, wo man auch sagen muss, opala, es ist eigentlich ein Pattern, was gern genutzt wird, aber statistisch total schwach. Das muss man auch ganz klar sagen. Dazu kommen wir jetzt aber gleich. Schön ist, das Piercing-Pattern hat hier eine bullische Umkehr, was praktisch so eine Art bullischen Engulfing darstellt. Aber ihr seht das hier schon am zweiten Kerzenkörper. Also erstmal ist der erste Kerzenkörper schwarz, negativ sehr groß. Und der zweite ähnlich. Und der reicht aber nicht über das Hoch und das Opening des Vortages hinaus, sondern bleibt so ein bisschen stehen. Aber die Umkehr ist sehr, sehr wahrscheinlich. Die Umkehr ist sehr, sehr wahrscheinlich. Hingegen hier bei diesen Vorstufen wie On-Neck oder In-Neck, also dass er hier sozusagen antestet die Kerze oder reingeht in die Kerze, seht ihr schon an den Pfeilen, geht nach unten. Ja, also das ist eine Geschichte, das ist kein Bullish Engulfing, weil es sich ja noch nicht mal ansatzweise ausprägt. Bei den Piercing-Pattern sieht das schon besser aus, dass eine bullische Umkehr kommen kann. Und das eben auch mal als Information im Bullish Engulfing, das Piercing-Pattern ist praktisch die Umkehr dessen, oder besser gesagt, die Vorstufe, so ist es richtig, hier steht ja die Vorstufe dessen, dass es ein Engulfing werden könnte. Und wenn es scheitert, hat man dennoch mit diesem Pearson-Pattern eine gute Chance, hier einen Einstieg zu finden. Alright, kommen wir im nächsten Slide zum, ja, ihr seht es ja schon, zum Bearish Engulfing. Das sieht schon wieder ein bisschen besser aus, auch hier mit stärkeren statistischen Quoten und insbesondere auch hier mit ganz starken Werten. Also das Bearish Engulfing, achtet mal drauf, gerade jetzt im Rahmen unserer HOS, die wir ja laufen haben, wir haben einen starken Aufwärtsmarkt. Ein Mega-Aktienmarkt, Boom durch drei, gibt nichts leichter als Geld verdienen am Aktienmarkt derzeit. Ja, dass das nicht so bleiben wird, ist auch klar. Und wenn jetzt hier da solche Bearish Engulfings auftauchen, ja, dann denke ich mal, wird es richtig spannend. Und teilweise sind sie schon aufgetaucht. Ich habe jetzt gar nicht so viele Aktien jetzt charttechnisch vor meinem Auge, aber es gibt auch ja viele Scanner, Pattern-Scanner, zum Beispiel bei Guidance eben können Sie das nutzen, dass die entsprechenden Muster gesucht werden im Chart und dann eben einfach mal schauen, wie das aussieht. Das Bearish Engulfing, aber ein sehr, sehr starkes Muster, was man sich einfach merken muss im Rahmen einer bearischen Umkehr und da brauche ich auch nicht so viel zu sagen, das habe ich ja gerade schon thematisiert. Umschließen, Vortag wird umschlossen, je besser und signifikanter das ist, inklusive Öffnungslücke, desto mehr geht's nach unten. Ja, und gerade im Bärenmarkt, dann ist es natürlich nochmal sehr spannend. Eine Erholung im Bärenmarkt, also man hat einen Abwärtstrend intakt, dann gibt es einen Erholungsimpuls und dann kommt
prozyklisch hier sozusagen das Bearish Engulfing herrlich, dann hat man hier wirklich starke Quoten, um auf einen Short in einer Aktie zum Beispiel zu setzen. So, dann gibt es auch hier die zwei Vorstufen zum Bearish Engulfing. Ja, Dark Cloud Cover, auch interessant, setzt sich dann entsprechend fort. Bearish Meeting Lines hat bisher wahrscheinlich kaum einer gelesen, ist aber auch eine schwache Umkehrrate. Wie gesagt, man muss auch hier ein bisschen den Chart lesen, verstehen und auch Erkenntnisse sammeln im Rahmen dessen, wie kann es denn final dann eigentlich ausgehen mit so einem Chartverlauf und was sind meine bisherigen Erkenntnisse. Da kann man sich an den statistischen Kennzahlen halten, aber man sollte natürlich auch einen großen Erfahrungswert mit einbringen und insofern Übung macht hier bekanntermaßen den Meister. Next one. Wir haben jetzt hier den Morningstar. Also will hier auch ergänzen, dass natürlich je größer das Timeframe zum einen und je konstruktiver das Muster, also je mehr Inhalte wir auch sehen, von der Anzahl her quantitativ gesehen, haben wir mit drei Kerzenmuster natürlich erstmal eine größere Definitionsbeschau, weil wir einfach viel mehr definieren können, okay, welches Muster ist es jetzt? Dann haben wir gut eine Kerze hoch und runter auch leicht definiert. Aber wenn man ein Muster hat, was sich in dem Fall jetzt zum Beispiel über 3 Tage ausbildet, hat man natürlich schon eine größere Relevanz und auch eine gewisse Vorbereitungszeit, wenn die Muster sozusagen sich ausbilden. Und der Morningstar hat hier eben auch sehr, 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 sehr gute Quoten. Ja, also hier, das sind wirklich starke Zahlen, aber eben auf Aktien bezogen. Ja, jetzt hier nicht blind kopieren und auch die 75% oder vielmehr 78% in dem Fall. Umkehrrate heißt jetzt nicht, dass es zu 100% passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es aber dazu kommt, eine Erholungsbewegung gerade bei Aktien in diesem Bereich prozentualer Entwicklung zu sehen, ist erhöht, ist gegeben, ist ein statistischer Vorteil und immer wieder nur darum geht's. So, Morningstar von der Erscheinung, wie gesagt, drei Kerzen, auch ein intakter Abwärtstrend. Dann gibt es so eine Art Doji-Kerze, der kann auch ein klassischer Doji sein oder so ein, sag ich mal, Kerzenkörper, der relativ ausgeprägt ist. Und dann gibt es am dritten Tag eben hier eine Kerze, die sozusagen die erste Kerze sozusagen attackiert oder auch überwindet. Und dann hat man hier einen schönen Morningstar, der hier einem die Möglichkeit gibt, in den Morgen hinein ein Investment zu starten und richtig schön nach oben Rendite zu ziehen. Also das, wie gesagt, spannend, dauert natürlich in der Ausprägung länger und gerade im Intraday-Chart sogar noch seltener zu finden. Aber wenn sie denn auftauchen, der Morningstar, ich spreche gerade im Plural, kommt nämlich gleich noch der Eveningstar, aber hier der Morningstar, dann wird es wirklich interessant. So, wann kommt der, wenn der Morningstar am Ende eines Abwärtstrends kommt, beziehungsweise mit einer Vorbewegung nach unten, dann kommt der Eveningstar mit einer Vorbewegung nach oben. Ja, genau dasselbe Bild wieder, ein Stück weit umgekehrt. Man sagt, man spielt hier sozusagen den Trendverlauf, um eben in ja, diese Bewegung reinzukommen, diese neue Impulsbewegung. Und man sollte aber auch wirklich abwarten, dass die 3 Tage rum sind, um dieses klassische Muster zu identifizieren. In dem Fall bärisch wie bullisch den Morningstar, hier jetzt der Eveningstar. Und dann kann man im Prinzip mit dem Opening des nächsten Tages, in dem Fall jetzt ein Short starten. Man kann auch die Tagesbewegung noch abwarten, aber wenn man klassisch stringent dieses Muster handelt, dann muss man praktisch mit zum Opening des nächsten Tages in den Trade reingehen. So, Stopp, brauchen wir ja auch gar nicht groß diskutieren. Wir hatten es vorhin schon mit der einen ATR, das passt ganz gut. Kann man immer über das Hoch beim Evening Star, beim Morning Star habe ich es nicht erwähnt, ist aber natürlich gespiegelt, dann unter das Tief, aber hier in dem Fall über das Hoch entsprechend setzen, mit einer ATR, um dem Ganzen noch ein bisschen Spielraum zu geben, auch legitim, aber es sollte, wie gesagt, mit so einer Umkehrkerze eben auch dazu führen, dass es in den darauffolgenden Tagen, und da spreche ich jetzt eben nicht von Wochen, sondern Tagen, eben auch hier zu einem impulsiven Move gen Süden kommt. So, kommen wir mal zu einer Konstellation oder auch Candlestick-Erkenntnis, die relativ Usus ist, das sind die Haramis. Ihr seht es ja schon hier, ist ja praktisch die ganze Spannung schon raus, aber es sind im Prinzip Versagerformationen. Also Bullish und Bearish Harami werden von vielen Leuten identifiziert und auch gehandelt. Und ich will nicht sagen, dass es nicht funktioniert, aber sie haben laut Bulkowski eine statistisch schwache Bewertung, sodass man sie nicht bevorzugt handeln sollte. Ja, es ist auch so von der Erscheinung, wenn man es jetzt einfach mal ableitet, wir haben einen intakten Abwärtstrend bei dem Bullish Harami und dann kommt am Nachfolgetag, das ist auch eine Zweitagesformation oder Zweiperiodenformation, dann kommt am Tag nach dem bärischen Move eine Kerze, die sich innerhalb dieser Vortageskerze befindet. Ja, und das ist jetzt aus meiner
Betrachtung simpel vom Open High Low Close her jetzt nicht wirklich so stark, dass die Nachfolgekerze hier am Ende des Tages innerhalb dieser Vortageskerze ist. Man interpretiert das aber so, dass praktisch der bärische Druck rausgenommen ist, der Markt mehr oder weniger sich konsolidiert und dann natürlich hier das Hoch gekauft werden sollte, also nicht die Eröffnung des nächsten Tages, sondern hier, wenn der Tag dann wirklich, also nach diesem Bullish Harami, der nächste Tag positiv ist und idealerweise über dem Hoch der ersten Tageskerze, dann kann man reingehen und sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Erholungschance zu erwarten. Das zumindest in der Theorie, aber die versagen relativ häufig die Formation, weil ich, wie gesagt, auch das relativ gesehen schwach finde, wenn nach dem Abwärtstrend dann hier keine, sage ich mal, Outside-Kerzen gemacht werden, die jetzt hier die Vortages-Hoch und Tief sozusagen überwinden. Also überzeugt mich nicht wirklich. Das mal am Rande. Also Harami gilt hier für eine oder als Versagerformation. Harte Worte, aber so sieht's mal aus. Next one. Tweezers, Bottom and Top. Auch hier eher schwach, obgleich man sagen muss, so Doppelböden und Doppelwiderstände sind jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist natürlich ein bisschen dünne Luft, ja. Um da jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Vortagestief und das Tagestief des laufenden Tages bestätigte dieses Vortagesniveau. Ja, toll. Und dann am nächsten Tag geht es nach oben. Ein bisschen schwach. Also wenn man hier eine horizontale Unterstützung noch hätte, meinetwegen auch eine runde 100-Euro-Marke und oder auch positive Divergenzen oder andere, sage ich mal, ergänzende Informationen, dann will ich nicht sagen, dass man das betrachten sollte, weil zumindest sich hier ein Support aufbaut und bestätigt weiß. Aber alleine ein Vortagestief bestätigt zu wissen, ist jetzt erstmal ein bisschen uninteressant für meine Herleitung sozusagen an dieser Stelle. So, und da wären wir im Prinzip mit der groben Beschau auch schon fertig, meine lieben Leute. Also hier einfach mal die Basics von den wichtigsten Candlesticks haben wir jetzt abgeleitet. Jetzt gehen wir vielleicht nochmal hier, nicht vielleicht, sondern nochmal kurz zum Abschluss auf den Live-Chart. Schaut's da mal einfach bei euch durch. Ich gucke jetzt gerade mal auf den Goldpreis, gucke auch nochmal auf den Euro-US-Dollar, wo ihr da was Schönes seht, sodass wir uns dieser Sache einfach mal widmen können. Shooting Star, das war das, wo ich gerade sage, ich habe das so ein Stück bei dem Hinterkopf hier, schaut euch das mal beim Euro-US-Dollar an. Ist jetzt kein klassischer Shooting Star, ist aber sehr, sehr schön. Und zu sehen in Sachen dessen, dass wir hier beim Euro-US-Dollar eine große Range haben. Gab es einen Ausbruch nach unten, gab es wieder eine Rückkehr und dann ist der Preis hier im September an diese Widerstandszone glatt 1,18 wieder runter Hausnummer gelaufen, sehr interessant. Hat dann hier auch die letzten Zwischenhochs bei 1,1750 überwunden, aber so richtig Action hat der Preis jetzt hier nicht nach oben weiter vollziehen können. Jetzt zoomen wir uns rein und dann sehen wir hier am 24.09. die Kerze, die mit Verlaub schon herkommt wie so ein Shooting Star. Die sieht schon nicht schlecht aus. Jetzt machen wir mal was, gucken wir nochmal auf, was der RSI an der Stelle sagt. Auch sehr, sehr spannend. Also da mag ich das auch immer wie gesagt, in Verbindung. Wichtige Informationen, wenn Sie Kerzen haben und dergleichen und dann bilden sich gleichzeitig noch Divergenzen aus. Das heißt, das Preishoch, das Neue wird von einem Indikator, in dem Fall jetzt RSI, Oszillator vielmehr, oszilliert er zwischen 0 und 100, also in dem Fall RSI. Man kann auch hier schön den MACD nehmen, das ist dann wiederum ein Indikator, der da sehr gute Informationen liefert. Aber hier, spannende Situation. Habe ich selbst nicht getradet, muss ich mir eigentlich auf die Finger hauen. Fehlt mir auch schlichtweg die Zeit, das jeden Tag in verschiedenen Pairs zu absolvieren. Aber hier an diesem Widerstandsbereich taucht mit vorheriger Aufwärtsbewegung ein Shooting Star auf. Und wir haben hier, soll ich den Chart mal hier so machen? Moment, so. So, hier, jetzt haben wir dieses Bild, taucht dann eine negative Divergenz aus. Also das heißt, mit diesem Shooting Star haben wir ja ein höheres Hoch gemacht. Wir sind über das Level von 1,18 rausgezogen, aber der RSI hat das nicht mitvollzogen. Und am nächsten Tag sehen wir dann, da konnte man auch jetzt, kann man ja jetzt hier auch ganz simpel diese Horizontallinie ziehen. Horizontallinie sehen wir schon, diese schräge Linie. Und da sehen wir hier sehr schön, dass der Preis versucht sich so ein Stück weit zu stabilisieren, aber wir hier schon eine negative Divergenz vorliegen haben. Das heißt, der Preis hält sich noch stabil, aber der Indikator dreht schon nach unten ab. Ja, und dann geschah relativ schnell ein richtig schöner Abwärtsmove. Ja, ein richtig schöner Abwärtsmove. Und der Markt ging hier mal mit Schmackes. Also man hatte hier wirklich noch 2 Tage Zeit, in den Trade reinzukommen, mit Stopp über dem Hoch der Kerze oder auch ein ATR drüber, um dem ganzen Spielraum zu geben. Aber wenn man hier mal so gemittelt reingegangen wäre, also direkt hier am 27.09. gab es ja richtig mit der groben Kelle und dann hatte man hier tatsächlich, schaut euch das mal an, über 300 Pips Performance-Möglichkeit.
als Chance unglaublich. Und das Risiko, ich muss jetzt mal gucken, 80 Pips macht der Euro ungefähr. ATR, also wenn man jetzt eine ATR drüber setzt, oder machen wir es mal so, selbst jetzt hier knapp über dem Hoch, ich würde es sogar noch nicht mal eine ATR nehmen, ich würde es noch ein Stück weit höher setzen. 80 Pips vom Entry, da hätten wir das, das sieht super aus. Ja, einfache ATR, zack, hier erledigt. Was für ein Setup. Also wirklich traumhaft, wenn man es denn gesehen hat. Aber darum geht's. Schaut euch das einfach mal an. Filtert mal die Charts durch. Gegenwärtig jetzt hier beim Euro-US-Dollar haben wir jetzt aktuell jetzt kein so schönes Signal. Ich hatte aber heute Morgen beim JFD-Devisenradar den Euro ja auch gecovert. Hier so eine Art kleine Umkehr, Hammerkerze. Ja, also ist nicht ganz sauber der Hammer, aber auch hier zum Beispiel eine positive Divergenz im Chart. Also mit dieser Kerze hier. Also das heißt, wenn man so ein bisschen immer zwischen den Zeilen liest, die Candlesticks liest, und da muss man, wie gesagt, jetzt nicht die exotischen Muster kennen, sondern es tut im Prinzip hier schon der Shooting Star und Hammer. Da sieht man schon, da kann ein bisschen was passieren. Auf jeden Fall sieht es spannend aus und bedarf einer weiteren Bewertung im Rahmen dessen, wie es denn dann wohl hier weitergehen könnte. So sieht's mal aus, liebe Leute. Deswegen, da sind wir auch im Prinzip jetzt schon durch für das heutige Webinar. Ich hoffe, ich konnte euch abholen. Wenn es euch gefallen hat, gibt es das positive Feedback ruhig an unseren Support, support@jfdbrokers.de. Wenn ihr euch noch mehr wünscht in Sachen Heike Naschi oder spezielle Themen, auch das lasst uns wissen. Schickt uns eine E-Mail. Wir wollen hier natürlich auch euch im Rahmen abholen mit unserem Markus, mit mir und unter unserer anderen Research-Crew können wir hier immer vielerlei Input liefern. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Anregungen habt, schaut's bei uns vorbei. Schreibt's, wie gesagt, eine E-Mail oder nutzt unseren Chat, beziehungsweise ganz vorn dran. Handelt, wenn ihr an den Märkten agiert, auch mit JFD Brokers, denn Fairness und Transparenz ist unser Motto seit Anbeginn und deswegen prüft, mit wem ihr handelt. Ich sage an der Stelle, schönes Wochenende vorab, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, auch für die aktive Teilnahme an der Stelle, wünsche euch, wie gesagt, jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit, ein sonniges Wochenende, in dem Sinne, auf bald, euer Chris Kämmerer und tschüss.